Ach, ist das nicht ein schöner Tag? So ganz am Strand, mit Blick auf das Meer. Da hat man doch echt Lust, ein wenig schwimmen zu gehen, oder nicht? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns, mein Gott, Wind seid auch nicht so laut, ey. Heute schauen wir uns die Physics-Mod an. Eine Mod, die Physik in Minecraft bringt. Wir haben uns ja zuvor schon die Eureka-Mod angeschaut. Und ja, die hat auch schon mit Physik gearbeitet, aber diese Mod hier macht es nochmal um einiges krasser. Zuerst mal, ihr seht schon, oh mein Gott, das Meer, das hat ja ordentlich Wellen bekommen, ey. Und das Geile ist, diese Mod ist richtig gut konfigurierbar. Und ihr seht vielleicht schon was, wenn ich laufe. Wir haben andere Laufpartikel. Also, ne, da. Es droppen einfach kleine Sachen aus uns raus. Und ihr seht vielleicht auch, ich habe ein Cape. Und das Cape, das hat auch komplette Physik. Also, ja, es sieht schon ziemlich cool aus, finde ich. Ja, gut. Womit fangen wir denn am besten an? Am besten zeige ich euch mal das Menü. Das ist nämlich hier. Und ihr seht, wir haben hier ein paar ordentliche Funktionen. Zuerst mal könnt ihr einstellen, zum Beispiel, wenn ihr Blöcke zerstört, welche Partikel dort erscheinen sollen. Denn jetzt, wenn ihr Blöcke zerstört, seht ihr, die zerbrechen einfach. Und ich würde nicht zu viele machen, wenn ihr einen schlechten PC habt, denn das hält euer PC nicht aus. Das sieht schon richtig geil aus. Des Weiteren haben wir Mobs. Da könnt ihr nämlich sagen, welche Animation sie haben. So, warte mal. Animation Default. Wer ist denn mit Portal? Mal gucken. Wir spawnen uns mal kurz einen Mob. Dafür gehen wir mal hier ein bisschen in den Wald. So, nehmen wir uns doch mal einen schönen Creeper. Hi! Also sieht erstmal ganz normal nichts wirklich Besonderes. Und wenn wir ihn dann töten, dann seht ihr. Huch. Puh. Ah, geil. Das sah ja geil aus. Lass mal nochmal probieren. Jetzt ist er tot. Jetzt könnt ihr ihn als. Das ist sehr cool. Einfach rumschubsen. Komm, wir töten mal noch ein paar mehr. Schaut euch das an. Wie cool ist das denn? Ja, das ist die Recto-Physik für die Mobs. Eigentlich ziemlich funny. Das geht wirklich mit allen Mobs. Da ist er. Upp. Einmal wegschieben hier. Ja, und ihr seht schon, Items werden auf den Boden gedroppt. Einfach so. Genau. Und ich meine, genau. Nein, jetzt habe ich ausgeschaltet. Ihr könnt nämlich einschalten hier. Das ist hier unter Collapse. Wenn ihr das einschaltet, dann gehen Blöcke drumherum um Sachen kaputt. Also sprich, ich baue jetzt den Baum hier ab und ihr seht, er zerfällt auch langsam. Genauso wie die ganzen Blätter. Aber das ist eine sehr laggige Angelegenheit. Deswegen empfehle ich euch, das nicht anzuschalten. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr unten in Höhlenmeinen seid. Da kann man leicht euer ganzes Game abstürzen. Das heißt, wir schalten das mal ganz schnell wieder aus. Gut. Dann haben wir genau den Ozean, das schauen wir uns fort an. Dynamische Blöcke, zum Beispiel wie Vines oder so, kann ich euch auch zeigen. Da haben wir doch hier unter Wasser zum Beispiel was. Gehen wir mal ein bisschen schwimmen. Da seht ihr hier zum Beispiel die Vines, die bewegen sich und wir können sogar einfach durch sie durch. Schaut euch das an. Sieht doch geil aus. Einfach durch die Vines durchschwimmen. Zack. Einmal runtergebogen. Hier auch. Um. Einfach umnieten. Es ist einfach geil. Richtig schön. Gut. Dann haben wir Cloves. Genau, Banner und sowas. Ach ja, und Leinen auch. Genau. Und Angel, glaube ich, auch. Lass mal kurz schauen. Ich meine, wenn ihr jetzt angelt, könnt ihr sehen. Ja. Seht ihr das? Ihr habt eine dynamische Angel. Ist das nicht cool? Das aussieht richtig cool. Genau. Das gleiche gilt auch für Line, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier einen Creeper anleihen wollt. Kann man einen Creeper anleihen? Den kann man gar nicht.
nehme ein Schweinchen. Komm. Armer Schweinchen, bitte. Komm mal mit. So. Ihr seht schon die Leine. Die ist dynamisch. Ist das nicht geil? Finde ich richtig schick. Gut. Dann, ja, Banner, genau. Das Geile ist, wenn ihr nämlich Banner habt, ihr könnt sie ja nach Lust und Laune designen, aber ihr werdet jetzt sehen, sobald ich jetzt einen Banner platziere, der wird nämlich auch von Physik tagiert. Ihr könnt sogar einfach durch ihn durchlaufen und einfach das, den Stoff hin und her schieben. Sieht doch, also eigentlich genauso gleiche Fähigkeiten wie das Cape auch. Geil sieht es natürlich nochmal aus, wenn da jetzt Sachen drauf sind, aber ist ja gerade nur zur Schauzwecke. What the hell? Was war das denn? Haha, wenn ihr den Banner abbaut. Okay, das ist cool. Gut, das gleiche gilt auch für Türen. Nur bei Türen gibt es die Besonderheit. Was? Okay. Das ist ja cool. Ja genau, eigentlich wollte ich das zeigen. Wenn ihr die Türen auf und zu macht, haben die so eine schöne Animation. Und ihr könnt euch sogar in die Animation der Tür reinstellen. Das heißt, ihr könnt sie sogar unterbrechen. Hier. Die Tür versucht gerade aufzugehen, aber ihr stellt euch daneben. Nö. Ist nicht. Ihr könnt sie sogar einfach in die andere Richtung. Klack. Das ist echt cool. Aber das habe ich ja noch gar nicht gesehen, wenn ihr die Türen abbaut, die... Komm, machen wir Domino raus hier, wartet. So. Oh. Das ist ja cool. Gut, was ist eigentlich mit Pistons? Wartet mal. Wartet mal. Das müssen wir auch mal angucken. Oh, what the hell? Okay, jetzt zerbricht keine Redstone-Fackel. Okay, interessant. Gut. Ja, Kisten sollten, glaube ich, auch eine Öffnungsanimation haben. Oh, das hatten sie schon immer. What? Wenn ihr eine Kiste kaputt macht, wird sie zu klein. Ey, das ist ja... Das wird ja immer lustiger hier. Okay, gut. Genau. Dann gibt es sowas wie Schneebälle und sowas. Die haben 3D-Modelle. Wie ihr seht. Genauso wie Eier und Enderperlen. Können wir mal eine Enderperle benutzen hier. Seht ihr sie? Genau. Upp, ab ins Wasser. Oh, jetzt ist gleich Nacht. Schön. Ganz schön. Gut. Ja, okay. Dann machen wir weiter. Schauen wir mal kurz. Das nächste. Genau, Projector. Liquids. Genau, Wasser. Wasser ist nämlich ziemlich lustig. Dafür müsst ihr nämlich jetzt ein Starting Table platzieren. Das ist momentan noch so. Und wir wollen das Wasser jetzt mal hier runterfließen lassen. Machen wir mal. Und ihr seht schon, da beginnt das Wasser zu fließen. Oh je, yeah, ein bisschen laggy schon. Und ihr könnt einfach euch sogar da reinstellen. Das wird von euch sogar affected. Also sprich, ihr könnt das Wasser sogar wegdrücken. Das ist richtig cool. Also das sind ja theoretisch jetzt unendliche Wasserquellen, die wir hier hin platzieren. Jetzt gerade den Berg hier runterfließen. Oh. Auch funny. Also ihr seht, das ist auf jeden Fall noch ein bisschen buggy, aber so wird später realistisches Wasser aussehen. Alter. Krank. Krank. Machen wir mal weg hier. So. Das restliche Wasser hier mal noch wegschieben. So. Ist hier noch eine Quelle. Weg damit. Gut. Genau. Wasser. Dann meine ich... Was gab's denn noch? Sounds, Animations. Genau, wenn wir laufen. Rauch. Genau. Rauch. Wenn wir jetzt ein Campfire platzieren. Also sprich hier. Seht ihr? Produziert das Rauch. Und wenn ihr das jetzt... Also Achtung, wenn ihr das jetzt in geschlossenen Räumen platziert, weil dann staut sich dieser Rauch an. Und ihr könnt dann später nichts mehr sehen. Und das ist sehr, wie soll man sagen,
schlecht. Ihr seht, das ist schon, Herr Mauter braucht ein Lagerfeuer erzeugt, wenn ihr in dem Raum steht. Wenn wir jetzt noch ein paar mehr hier reinmachen. Uff. Ja. Sieht man nichts mehr. Deswegen immer an offene Gebäude stellen. Beziehungsweise an offene Plätze. Genau. Dann gab es sogar eine Änderung in der TNT-Engine. Jetzt ziehen wir hier mal und zünden mal an. Dann seht ihr das mal. Uff. Einmal ganz viel Rauch. Und die Blöcke fliegen nur so um sich her. Machen wir mal mit 2, 3. Damit ihr es auch mal seht. Oh, Lag. Schön. Schaut euch das an. Richtig geil. Oh, hier war Wasser. Okay. Interessant. Gut. Boah, hier ist immer noch Rauch. Weil er sich hier noch gesammelt hat. Seht ihr das? Echt geil gemacht, die Mechanik. Gut. Ja, dann. Genau, Rauchexplosion. Gibt sogar noch Schnee. Bei Schnee, es ist ein bisschen buggy. Aber ihr werdet sehen. Nehmen wir uns hier. Dankeschön. So, Puderschnee. Seht ihr, sieht schon ziemlich lustig aus. Und jetzt machen wir noch ein paar Schneelayer drauf. Kann ich gar nicht. Dann machen wir ein paar mehr Layers hier. Ihr könnt rein theoretisch sogar ein Iglo damit bauen. Das sieht cool aus. So, wenn wir jetzt nämlich hier drauf gehen. Seht ihr? Da, wo wir hingehen. zerdrücken wir den Schnee. Das heißt, wir machen ihn weg. Ist das nicht cool? Einfach da, wo ihr lang geht, einfach den Schnee wegdrücken. Das ist schon lustig. Okay, jetzt ziehen wir hier mal ein bisschen Schnee, ein paar Layers hoch. Sehen wir, mehr Layers hier platziert, seht ihr auch, desto lustiger wird es berechnet. So, wenn ihr jetzt hier einfach mal langlauft, dann seht ihr, könnt ihr einfach den Schnee klein klopfen. Also, richtig geil gemacht, muss ich schon sagen. Gut. Jetzt kommt aber, glaube ich, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar auf Wasserfahren. Das ist richtig nice. Stellt euch vor, ihr seid auf einer Erkundungstour. Stecht in See. Ganz friedlich. Alles in bester Ordnung. Ein bisschen Wellengang. Ja, ein bisschen laggy natürlich. Rechnung, ne? Also, ich gebe keine Garantie darauf, dass das flüssig läuft. Ich versuche es hier schon so flüssig wie möglich. Aber ich habe auch noch Shader an, was nochmal extra Berechnung fordert. Aber naja, ihr seht, es ist ein richtig geiles Feeling schon, allein diese Bewegung. So, jetzt können wir aber mal in die Ocean Settings gehen. Passt auf. Und wir sagen, wir wollen mal ein bisschen multiplizieren hier. Und jetzt seht ihr schon, sind die Wellen etwas stärker. Ein bisschen höher. Oh, okay, Lag. Wir fahren mal lieber wieder zurück. Das mag mein Rechner gar nicht. Ihr seht, das ist schon geil. Hui! Ich kann richtig springen auf den Wellen. Das ist. Oh, schön. Hui. Ja, komm, auch nochmal. Sprung. Genau. Und jetzt kommt noch was. Wir können das natürlich jetzt mal komplett eskalieren, wenn ihr wollt. Wir sagen jetzt Multiplayer komplett hoch und wir sagen. Höhe hoch und wir sagen den Speed noch ein bisschen hoch. Also passt auf. Wohohoho, was ist das denn? Also das ist ja... Schaut sich das an. Hilfe! Wohohoho. Alter. Das ist ja unnormal, was man da einstellen kann. Wir werden hier richtig hin und her geschleudert. Ja, das ist geil. Das ist richtig geil. Auf Wasser fahren. Absolutes Highlight. Woo! Okay, wir stellen uns mal wieder zurück. Genau, eine Sache gibt es nämlich noch, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und die möchte ich euch unbedingt noch zeigen. Und zwar, wir lassen das Boot mal hier stehen. Pflanze wie hier mal. Ah, hier haben wir Zuckerrohr, schaut mal. Ihr seht das Zuckerrohr. Ja, das ist ein bisschen affected von, ne, es bewegt sich ein bisschen.
biegt sich ein bisschen, ja, schon cool. Lol. Und weg ist es. Machen wir es mal ein bisschen höher. Denn es gibt auch Stürme. Sprich, wenn der Regen, wenn jetzt Regen eintritt, dann wird der Wind stärker. Dadurch, dass der Wind stärker wird, werden die auch stärker gebogen. Seht ihr das? Der Wind biegt die extra nochmal. Genauso geht es auch später mit Leaves und alles. Nicht mit Leaves, mit hier Ranken und alles. Und das Geile ist, ihr könnt trotzdem noch durchlaufen und einfach, wenn ihr wollt, einfach mal ein bisschen euer Zuckerrohr durchschütteln. Aber ja. Das ist auch nochmal richtig schön. Vor allen Dingen meine ich, wenn wir in der Wüste sind oder so. Locate beim Desert. Können wir mal kurz hingehen. Schauen wir mal. Achtung, Lag. Ihr seht in der Wüste, hier haben wir ordentlichen Sandsturm. Und das ist auch schon richtig cool. Oh, aber laggy. Cool, aber laggy. Muss ich schon. Feier ich. Oder was sagt ihr? Gut. Ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, macht's gut. Euer Red Gamer.